Herzlich willkommen mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ich habe ja schon verdammt lange darüber nachgedacht, auch so Weekly Reading Vlogs mal zu machen. Aber irgendwie fehlte mir immer noch so der letzte Ansporn, weil ich mir dachte, wen interessiert denn das, was ich so lese gerade? Oder ja, gut, also klar interessiert das schon, was ich lese, aber wen interessiert das, was ich in meinem Alltag gerade mache und womit ich vielleicht gerade anfange? Aber ich habe einfach festgestellt, ich gucke das bei anderen total gerne und es muss ja nicht unbedingt immer was passieren. So, weil bei Vlogs habe ich immer so den Gedanken, es muss halt das Spannendste vom Spannendsten passieren. Aber einfach nur den Alltag manchmal zu sehen oder einigen Booktubern beim Reden zuzuhören, macht mir total Spaß. Und die Lea of City and Words and Pages hat ja letztens auch so einen Reading-Vlog hochgeladen und den habe ich total gerne geguckt. Das hat mir nochmal so den letzten Ansporn gegeben, dass ich es einfach auch mal versuchen soll. Und die Sarah vom Kanal Alice im Bücherland macht ja auch gerne Vlogs. Da schaue ich auch total gerne vorbei. Und Claudia von Beauty Butterflies sowieso, die macht auch sehr schöne Alltagsvlogs. Ich habe gedacht, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich filme mal ein bisschen was. Am Wochenende fange ich jetzt an mit dem Filmen. Und da wird es jetzt nicht ganz so viel, ja, Leseinput geben, weil ich am Wochenende doch tatsächlich weniger lese, weil mein Freund eben da ist. Das passiert dann eher wieder Anfang der Woche. Ja, und deswegen, ich habe jetzt gerade mein Video gedreht, was ihr schon Sonntag online bekommen habt und auch am Dienstag dann, wenn es Dienstag kommt oder Mittwoch, mal schauen, meine Buchbesprechung. Ja, und deswegen, ich weiß nicht, ob das ein regelmäßiges Format wird, ob es nur mal ein Testlauf jetzt wird oder ob dieses Video gar nichts wird, aber ich denke mir, ich probiere es einfach mal. Und heute, Leute, mir ist so warm. Wir haben einfach so heiße Temperaturen und ich setze mich hier voll geschminkt ins Licht und denke so, ja, ich mach mal Videos. Nö. Ich habe ja immer so eine Kerze im Videohintergrund, wenn ich Videos drehe und diesmal war es halt Turquoise Sky. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Ist nur so eine kleine, aber ich freue mich einfach total. Immer wenn ein Video fertig ist, weiß ich genau, ich kann bald eine neue Kerze brennen lassen. Und die ist es nun mal dieses Mal geworden. Wir sind jetzt gerade auf Zollverein, wie ihr kurz gesehen habt. Und jetzt fängt das gerade so ein bisschen an zu fizzeln. Ja, ich wollte eigentlich ein paar Fotos machen für Instagram, also von Büchern. Ich habe hier dann immer so schön in meiner Tasche Bücher und Kerzen. Und jetzt, ja, war gerade noch richtig fett Sonne und jetzt haben wir Regen. Das ist richtig blöd. Aber gucken, ob das wieder aufhört. So, ich bin jetzt so ein bisschen zerzaust, weil das Wetter ist heute irgendwie total durch den Wind, wirklich. Es war gerade ja, wie ich gesagt habe, kurz Regen. Dann ist er wieder weg. Dann kam Sonne. Mir war warm und schwül und verdampfen und so ein Kram. Und die ganze Zeit Wind. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Haaren. Ja, auf jeden Fall sind wir ein bisschen bei Zollverein rumgelaufen, weil ich ja auch noch Pokémon Go spiele. Also wir beide. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr auch früher mal oder jetzt aktuell noch Pokémon Go spielt oder eben gespielt habt. Ich habe das, als es rauskam, total gefeiert und ständig gespielt und dann war ich irgendwann so ein bisschen raus. Aber jetzt bin ich wieder voll drin. Wenn man einen hat, der eben auch Pokémon Go spielt, dann macht das natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Oh, ich habe mich Gott sei Dank gerade vorhin noch abgeschminkt. Man sieht auch noch hier Unreinheiten und so ein Kram. Weil ich finde nichts schlimmer, als mit so einer vollgekleisterten Visage rauszugehen und bei jedem Schritt zu schwitzen. Und dann zerfließt ja mein Make-up nur noch, als habe ich die Augen noch gelassen und den Rest abgeschminkt. Ja, Mädchenprobleme. Ja, aber jetzt fahren wir erstmal wieder nach Hause. Ich habe Hunger und es zieht sich da hinten auch schon wieder mega zu. Ich habe keine Ahnung, ob heute noch mal was runterkommt. So, wir haben Sonntagmorgen. Naja, noch kann man das morgen nennen. Und da schneide ich eigentlich immer meine Videos, die dann auch also mein Video, was auch Sonntag online kommt. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wie ihr schon seht, habe ich hier was ganz Tolles auch zu essen, denn mein Freund, der hat Frühstück gemacht.
und hat mir auch einen tollen Kakao gemacht in meiner super pornösen Katzentasse. Ja, wir haben heute tatsächlich Halbjähriges und wir sind ja beide nicht so Leute, die das eigentlich so krass feiern. Aber es ist irgendwie total lustig, weil man denkt sich auf der einen Seite, boah, schon ein halbes Jahr rum und auf der anderen Seite, erst ein halbes Jahr? Das fühlt sich irgendwie schon so viel länger an. Ja, aber auf jeden Fall werde ich jetzt hier dieses schöne Video weiterschneiden und mir natürlich das Essen schmecken lassen. Und dann, ja, mal gucken, was heute noch so geht. Ich bin so voll gefressen. Ja, habt ihr gesehen, wir waren das erste Mal seit Corona-Zeiten, dass ich wieder außerhalb Essen war. Für dich auch das erste Mal? Ja, für uns beide das erste Mal, dass wir außerhalb Essen waren. Und es war so lecker und ich habe es so vermisst. Und das ist wirklich auch so ein Restaurant, was ich total gerne unterstützen mag. Also, ja, aber jetzt fühle ich mich natürlich auch mega voll gefressen. Was mir aber auch wieder direkt wieder negativ aufstößt, ist so die Dummheit der Menschen oder zumindest nicht dieses weitläufige Denken der Menschen. Da kann man ja, also ihr habt ja gesehen, das ist ja diese Rollbänder, oben warm, unten kalt. Und es gibt halt auch eigentlich eine Selbstbedienung für Eis, so eine Eiskühltruhe. Aber da steht auf dem Eisding, auf dem Glas selber drauf und an der Wand, keine Selbstbedienung, bitte Personal fragen. Haben auch alle hingekriegt, nur die eine Dame wieder nicht. Die hat sich dann schnell selbst ihr Eis genommen. Und die direkt vor uns, wo da abgeräumt wurde, die haben einfach nur drei Teller komplett voll mit Sushi drauf gehabt, weil die wahrscheinlich wieder die Augen größer als den Magen hatten und dann wurde das auch wieder so abgeräumt. Oh, da kriege ich ja immer so. Oder auch, dass sie die Tür immer auflassen, weil das heißt ja immer, man soll die Türen, diese Schiebedinger ja wieder zumachen, weil die Wärme sich ja oben hält und natürlich lassen die dann auch erst wieder auf. Und dann komme ich immer so, das tut weh, das zu sehen tut weh. Ich war heute noch bei der Postfiliale nach der Arbeit, weil ich gehofft habe, dass mein Rezi-Exemplar da ist, aber Pustekuchen war es nicht, denn ich habe momentan Probleme mit meiner DHL-App. Irgendwie zeigt der mir jetzt nicht mehr an, ja, wo gerade was ist oder wenn was da ist. Aber ja, mein Rezi-Exemplar war auf jeden Fall nicht da und ich warte so lange jetzt schon so heiß auf Time to Share und ich habe damit schon gar nicht mehr gerechnet und dann habe ich doch noch die Zusage bekommen und war nur so, ja, jetzt kannst du auch bitte mal kommen, gefühlt jeder hat es schon, nur ich nicht. Ansonsten wollte ich jetzt eigentlich PS I Still Love You weiterlesen. Ich ja, mache ja bei so einer Run an den Sub-Challenge mit, falls ihr das noch nicht kennt. Das gibt es auf Instagram. Das waren so ein paar Mädels, die sich da so gedacht haben, komm, wir wollen mal unseren Sub ein bisschen reduzieren und haben dann eine Gruppe aufgemacht. Also wir sind auch bei WhatsApp und jeder Monat hat halt ein Thema. Und das ist leider Gottes mein Buch für Juni. Und das Ironische ist, dass es das Thema Wohlfühlbuch ist und ich dachte mir einfach, dass ich mit Lara Jean so ein bisschen in einem Wohlfühlmoment komme, aber das ist momentan nicht der Fall. Morgen ist Monatsende und ich glaube nicht, dass ich das Buch bis dahin beenden werde. Abgesehen davon habe ich jetzt vor kurzem erst mein Buch für den Monat Mai beendet, nämlich Sakura. Ja, ich hänge so ein bisschen hinterher, aber ich hoffe mal, dass ich PS I Still Love You ein bisschen weiter schaffe. Und vielleicht zeige ich euch ja morgen dann mal mein Buch für den Monat, was dann war, Juli dann. Das muss ich mir nämlich noch aussuchen. Ich bin noch dezent überfordert und muss mal gleich mein Bücherregal, beziehungsweise morgen mein Bücherregal erstmal ein bisschen ausräumen und gucken, welches ich auswähle. Ja, toller Reading-Vlog, wenn ich überhaupt nichts lese. Ich habe angefangen zu vloggen am Samstag. Heute haben wir Dienstag und ich habe nicht einmal nach einem Buch gegriffen und irgendwie macht meine Brille voll den seltsamen Schatten. Egal. ich habe jetzt aber gerade zum Beispiel meine Buchbesprechung gedreht, die morgen, für mich morgen am Mittwoch online kommt. Und ja, ich schwöre, ich werde jetzt aber tatsächlich lesen, denn ich muss noch ja, PS I Still Love You weiterlesen. Ich glaube, warum ich hier einfach ja, aktuell zu nichts greife, ist einfach, weil mich dieses Buch nicht ganz so anzieht. Aber ja, ich werde mich trotzdem jetzt gleich mal dran wagen. Aber ich bin euch ja noch das Buch für die Ran an den Sub-Challenge für den Monat Juli. Das soll ja ein Buch sein, das eine Besonderheit hat. Farbiger Buchschnitt oder Illustration drin oder sowas wie,
wie heißt der erste Band von Gemini-Dings? Ihr wisst schon, was ich meine. Sowas, wo dann irgendwelche Aktendinger oder so sind. Ganz ehrlich, als ich am Anfang des Jahres diese Liste mit den Monatsaufgaben bekommen habe, habe ich eigentlich sofort an Magisterium gedacht, weil das ja so einen mega bronzeglänzenden Buchschnitt hat. Aber ich habe tatsächlich aktuell keine Lust auf Magier, Geschichten, Zauberer und so ein Kram. Das ist dann doch vielleicht eher wieder was für den Herbst. Dafür ist es mir irgendwie zu warm. Ich habe mir jetzt aber mal ein Buch rausgekramt, was ich glaube schon eine Million Jahre auf meinem Sub habe. Das ist wirklich eines der ersten Bücher, die ich mir bei Avell bestellt habe und das ich aber noch nicht gelesen habe. Es geht um Blackbird von Anna Carey. Es hat einfach einen krassen, harten, pinken Buchschnitt. Und so fand ich eigentlich das auch immer ganz interessant aus. Und es ist halt wirklich so Jugend-Thriller-mäßig. Hier steht halt einfach drauf, dass es ein Mädchen gibt, das sich an nichts erinnert. Sie wacht einfach bei den Gleisen an einer U-Bahn-Station auf und weiß gar nichts mehr, nicht einmal ihren Namen. Sie weiß nur eins sicher, jemand will sie umbringen. Und sie rennt um ihr Leben, muss die Wahrheit herausfinden und dann ist da noch dieser seltsame Junge, von dem sie ständig träumt. Also es klingt schon irgendwie spannend, aber es ist halt wirklich sehr oft jung. Ich meine, kann ich das zeigen? Ist jetzt nicht unbedingt groß und nicht klein und eng beschrieben, so rum. Aber ja, ich freue mich trotzdem total drauf, dann ist es endlich weg. Also drückt mir die Daumen, dass ich das im Juli auf jeden Fall beende. Denn wie gesagt, mein Juni-Buch schaffe ich jetzt schon mal nicht, aber das werde ich jetzt definitiv nachlesen. So, jetzt mal in einem anderen Winkel wieder vor meinem Bücherregal. Heute ist Mittwoch und Mittwoch ist eigentlich der letzte Tag, den ich in den Vlog einbinden wollte, damit ich genug Zeit habe, den zu schneiden. Aber ich wollte euch noch ein bisschen kurz was über die Bücher erzählen. Ich habe gestern tatsächlich in PS I Still Love You reingelesen. Ich habe es wirklich getan. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, das ist kein Buch, was ich irgendwie wegsuchten kann, was ich so am Stück weglese. Das wird so ein Buch sein, wo ich wahrscheinlich mal so ein paar Kapitel lese, dann wieder weglege. Wieder ein paar Kapitel lese, weglege. Und genau, weil ich das eben nicht durchsuchten kann, werde ich jetzt den dritten Band der Love Games Reihe lesen, nämlich Mit dem Feuer spielt man nicht. Das ist auch so eine eher durchschnittliche Reihe. Ich habe Band 1 und 2 ja schon gelesen und fand sie so okay. Aber ich muss halt den dritten endlich noch lesen, damit ich da mal weiterkomme. Ja, ansonsten bin ich heute durch den Regen gelaufen, wie man sieht. Dann kringeln sich meine Haare immer. Ich habe mir heute Morgen die Haare gewaschen, Haare geföhnt, alles glatt, gehe raus. Regen, aber es war verdammt viel Regen, vor allem gerade bei Feierabend. Da hat man so Sturzbäche die Straße runter gesehen. Füße nass, war nicht schön. Ja, und dann passiert halt immer das, aber irgendwie nur einseitig. Ich weiß auch nicht, was meine Haare eigentlich für ein Problem haben. Egal, das nur so am Rande. Das wird jetzt also der Abschluss meines Vlogs-Erlebnisses sein. Ihr könnt mir wie immer bitte gerne in die Kommentare schreiben, ob euch so eine Art von Video noch interessiert, ob ich sowas häufiger mal machen soll. Ich merke ja selber, ich lerne noch, weil ich habe teilweise noch keine Ahnung, wann ich jetzt die Kamera raushol, was ich erwähnenswert finde oder nicht, was ich vielleicht dann lieber bei Instagram in der Story poste oder eben eher für den Vlog da lasse. Das ist immer so eine kleine Entscheidungsfrage. Ja, aber wenn ich das beibehalten sollte mit den Vlogs, wenn mir das Spaß macht, wenn das alles gut funktioniert und ihr da auch Lust drauf habt, dann würde ich meine Videotage ein bisschen ändern, weil bis jetzt habe ich das ja immer, dass sonntags diese normalen, also diese Standard Videos hochkommen, wie Lesemonate, also Monatsrückblicke bei mir oder Tags oder irgendwas. Und mittwochs kam ja mit die Buchbesprechung, die würde ich vielleicht einen Tag nach vorne schieben, also dass ich Dienstag schon mal eine Buchbesprechung habe und den Vlog würde ich dann immer freitags hochladen, weil ich filme ja von Samstag bis Mittwoch, habe ich mir überlegt, weil ich eben am Donnerstag, ja da passiert ja nichts mehr, ganz ehrlich, Donnerstag bin ich arbeiten, ich komme nach Hause, ich schneide den Vlog. Und dann räume ich noch ein bisschen die Wohnung auf, weil donnerstags meistens mein Freund dann vorbeikommt. Also ist da nichts mehr wirklich zu drehen und Freitag, ja, ist eigentlich auch wieder Arbeit. Dann gehen wir für die Woche einkaufen und machen halt alles so klar Schiff erstmal, bereit fürs Wochenende. Da passiert eigentlich auch nicht wirklich viel. Und ich finde, so einen Tag sollte man auch mal Ruhe haben.
Ja, das waren jetzt meine Gedanken, wie gesagt, ob ich das so weiter durchziehe, schauen wir mal. Ne? Ich hoffe, dann beim nächsten Mal gibt es ein bisschen mehr Bücher-Input. Aber ja, falls ihr irgendwas Besonderes, Bestimmtes sehen wollt, euch irgendwas genauer noch interessiert, dann lasst es mich gerne wissen. Und ich verabschiede mich jetzt einfach mal und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei diesem Vlog. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Entweder bei einem anderen Vlog oder bei einem anderen Video von mir. Und jetzt zum Abschluss gibt es noch ein paar Outtakes, Schrägstrich, Szenen oder Videomaterial, was es nicht in den Vlog geschafft hat. Vielleicht unterhält euch das noch ein bisschen und ja, damit sage ich Tschüss. Fun Fact: Ich habe gerade meine allererste Videoaufnahme als Slow-Mo gefilmt. Viel Spaß damit. Was? Ich auch nicht.